Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minila. Hier geht es weiter mit der nächsten Kammer. 70 oder 74. Wir machen erstmal 70. Hier haben wir hier die Bosse. Leider kann ich weder den ganzen. Ah, 742.000 Erfahrungen gibt es dafür. Mal gucken. Gutza! Die werden wir besiegen müssen. Die werden wir auch mit Leichtigkeit, denke ich. Ah, Imper. Was war Imper gewesen? Das war dieses Versteinern. Ne? Ah, ne, okay. Das war das, der wird festgehalten, bis sie voll geheilt sind. Ja, manchmal kennt man die Effekte von den Gegnern nicht mehr, wenn man sie leider nicht bekämpft hat. Itzki war doch Petrify, war doch irgendwie dieses Versteinern, ne? Und ich muss das vorne hin machen, weil da hat nämlich gleich diesen Wind. Ich weiß nicht, ob dieser Skill aufgehoben wird. Toxic Swap, genau. Dieser... Doch, ich wollte schon sagen, er wird nicht aufgehoben, das wäre echt assi. Oh, Alter. ja, ich habe den einfach mal eben... Ach nee, habe ich gar nicht, wollte schon sagen. Ich muss den das einmal hochheilen. Oh, das ist ätzend. Und jetzt kann ich ihn runterhauen. Zagaris, ja gut, ohne die Chaos oder ohne die Chaossteine. Ist das natürlich kein ordentlicher Gegner für uns, muss man halt auch mal sagen. Oh. Ja, das sind die, die immer wütender werden, je mehr ich kille. Wir haben 637 Stacks, 38, 39, 40. Oh, nice. Und gleich wird eine böse. Ja, ja, ja. Also gegen die will ich ehrlich gesagt nicht mit T5 kämpfen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir können ja vielleicht mal so langsam mit den Steinen anfangen. Weißt du? Dass ich vielleicht mal bei einem anderen nochmal mit 3 anfange. Der macht Rapid Shot, der Typ? Focus Shot. Der hat meinen Angriff geklaut, wa? Cannot be dispelled, cannot be dispelled. All damage increased, attack speed increased. Alter, dieser Schaden, das ist so heftig, Mann. Ah, ich liebe das einfach nur. Leider kein Mana mehr. Aetheal Blackshade, dich kenne ich doch. Hast du wieder unser Swap, genau. Ich habe mich immer gerne abgefarmt. Leider, Alter. Dieser Rapid Shot macht einfach so viel Schaden. Das ist so heftig. Ja, Harmonize, kannst versuchen, dich gegen zu heilen. Nach dem Rapid Shot bist du eh weg. Und zack, 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 zack. Ah, ist das lustig. Witzig. Wie viel Erfahrung kriegen wir? Ja, 1 Million. Es hat nichts, ne, muss man nochmal sagen. Ist aber ein schöner Ring. Vielleicht sollten wir einfach mal neue Gegenstände farmen. Ich glaube, meine Gegenstände sind einfach nur Müll, die ich anhabe. Oh, plus 6,7% Heal Power, Attack Speed, aber dafür halt Party Maximum Speed, Card Speed. Das ist aber in Ordnung, das ist ein gutes Item. Unique, ja, ne, lieber nicht. Plus 65% Effect of Lesser Heal benutze ich eher nicht. Okay, das ist nicht so gut. Serpent's Claw, so zweimal Party Ice Resist, auch geil. Mana Cost of Spells plus 10%, plus 15% Critical Heal Chance und plus 15% Party Critical Chance after spending 500 Mana. Auch interessant. Auch Level 62. Welches Level ist das? 42 immer nur. Allerdings nur. Hat auf jeden Fall ein interessantes Item Level, allerdings nicht so geil. Schade eigentlich. Plus 2 Blossom Level. Uiuiui. Okay. Erstmal. Was ist hier? Chaotic. Purity. Serpent's Claw, das habe ich schon. Ich hab beides sogar bekommen, ne? Ne, habe ich nicht. Der Gargoyle. 4000 Ranger Physical Damage. Gönn dir, Alter. 30 bis 33% Ranger Damage dazu. 4 bis 5%. Alter, das Ding ist ja abartiger. Holy. Okay. 30 Critical Strike, 2000 so Maximum Health, plus 3 plus 4% Dodge Chance. Der Ranger Attack wird die Attack Speed um 11% verlangsamt, stackt bis zu 7 Mal. Reset alles stackt, wenn das Maximum an Stacks erreicht. Das heißt, nach 77% gehen wir wieder auf 0% Verslowung zurück. Aber das Ding ist ultra heftig. Holy shit. Redemption?
Critical Heal Multiplier has no effect. Okay, nicht so geil. Ich hätte ganz gern immer, oh, der Damage Damage ist ganz gut. Ich hätte ganz gerne mal prozentual nicht fixen Wert. Late Spring. Blossom does not heal. Blossom adds a stack of Spiritage of the current level. Lass mich noch mal ganz kurz Spirit Ritual angucken. Oh, das hier. Wir können das stacken. Stack bis zu dreimal. Heal Power Bonus 797, Effekt. Ah, ist schon nice, es weiter zu haben, falls wir auch wieder die Punkte aufleveln. Mit in Kombination mit dem Effekt. Es hat zwar kein Blossom hier mehr, aber links verursacht Blossom jetzt so ein Stack. Spirit Ritual, was uns halt auch heilt, ne? Extrem heilt. Je mehr es drauf ist. Ja, sehr interessant. Muss man dann später mal abfarmen. Oder werde ich irgendwann mal abfarmen? Gucken wir mal. Wir haben auch gar keine Informationen über die Gegner, ne? Sehr interessant. Ja, auch nicht. Midnight Outer Courtyard. Let's go! 1,5 Millionen Erfahrung hier mehr dafür. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für Gegner waren. Nimmt reduzierten Fire Damage, nimmt erhöhten Ice Damage. Okay. Hellfire Burst. Feuersturm. Naja. Warming Mist. Und das reduziert sich, wenn ich unter 50% Leben bin. Ach, ich würde sagen, wir heilen uns einfach hoch. Hellfire Burst macht Schaden. Je weniger Leben ich habe, desto mehr Schaden macht es. Alter. Ah, ich habe vergessen, dass die Viecher sich wieder hochheilen. Immer auf die Prozente, die der andere gerade hat. Naja. Gott, ist das AIDS. Echt, ohne Scheiß. Ich hasse diesen Gegner. Aber wir können uns gut die Stacks hochheilen. Ja. Weil das eingefroren ist, dann kann ich ihn nicht heilen. Gut, machen wir es immer nacheinander. Prozent für Prozent, das passt schon. Das ist wirklich echt AIDS, dieser Gegner. So, ein Rapid Shot. Geht mal auf den da meinetwegen. Genau, jetzt gehen wir hier direkt wieder auf den. Gleichen sich an. Auf wie viel Prozent? Okay, auf gar nichts aktuell. Wir haben auf jeden Fall schon mal 42 Stacks, 45 Stacks Heightened Sense Effekt. Das ist mega gut. Das ist wirklich echt praktisch. Ach, komm schon. Das hat sich dann auf 12% wieder hochgehielt. Ich hoffe, sein Dings verschwindet, sein Warming Mist Effekt. Ja, sehr gut. Mump! Ich habe keine Ahnung, erstmal, ach, das war die Gaskammer, ne? Ja. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Schaden nehme ich. Mumps Calling. Mach erstmal das Viech weg. Ah, leider hat er schon seinen Zauber gecastet. Sehr ärgerlich. Dass meine Rüstung verschwindet, finde ich auch nicht so geil. Da. Dieser Rapid Shot ist einfach muah, geil. Ring of Darkness. Warum stehen die eigentlich so weit hier vorne? Können die mal ein bisschen ein Stück zurücklaufen? Ah, dieser Rapid Shot ist einfach lecker. Ah ja, stimmt, das war ja mit Hexbeat. Widerlich. Oh, 6 Gegner gibt's hier. Gaskammer ist weg, sehr gut. Instable Mana Effekt. Okay. Bekomme Mana, wenn ich zaubere. Und der ist irgendwann mein Mana. Mhm. Ah, das passt schon. Ah, das ist ein wirklich schwieriger Gegner. Also hier auf überhaupt nur ein T. Ja, Consume Energie kriegt aber 5000 Leben dazu. Ah, nix. Hier ein Chaos-Gegner zu besiegen. Uff. Schwierig. Würde ich mal sagen. Fünfter. Gold Death Striker. Was hat er? Presence Effect. Okay. Reduziert die Heilung. No Magic.
kein Mana, weil der Typ mir vorhin das Mana alles abgezogen hat. Das ist ja eine widerliche Kombo. Erst zieht er mein komplettes Mana ab oder setzt es auf 0 und dann muss ich damit weitermachen. Das ist ja eklig. Aber der Typ war schnell down. Gibt mir jetzt auch nur 1,5. Echt, wir haben 6 Gegner hier. Echt, ja. Okay. Possessen. Was war das? Okay, ich verliere Healing Power und bla bla bla. Und der stackt das ohne Ende. Ach, nach einer Rotation, nachdem wir es dispellen, verschwindet. Ist ja auch so witzig. Hätte ich auch noch nicht gelesen. Und jetzt nachdem müsste es eigentlich verschwinden. Oder auch nicht. Das, der Prozesseffekt ist immer noch da. Na ja gut, der Gegner ist einfach tot. Ich habe gar nicht auf den Kampf geachtet. Ich habe eher darauf geschaut, ob die Effekte noch da sind. 86,6 haben wir schon. Clara Frost. Du darfst dich nicht heilen. Das darfst du nicht machen. Leck mich. Drecksgame. 1,2 Millionen Erfahrung. Wir kriegen ein paar Items. Ich kriege ein einziges Item, was epic ist. Es hat ein Item. Oh boy, ist ganz geil. Boah. Bone Chill. Nicht verkehrt, das Item. Ist bescheuert. Ich kriege immer mit 13.000 Gold. Ja, ich komme tatsächlich nicht weiter. Ich habe ja hier auch Clara nicht killen können. Das ist impossible. Es ist Ralton gewesen. Wo ist denn Clara? Habe ich Clara killen können? Da, ich habe es aber ganz, ganz knapp. Das war der 11-Minuten-Kampf gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ja, gegen die... schon habe ich 11 Minuten lang gekämpft. 11 Minuten! Das ist einfach lame, Leute. Ohne Scheiß. Das ist total bescheuert. Das ist total, total lächerlich. Dieser Hero ist einfach nur lame. Da Thug und Muck müssten wir bekämpfen. Giant's Blessing. Haben wir noch nicht bekämpft. Interessant auf jeden Fall. Level 69 und das hier. 69. Gut, kämpfe gegen Thug und Muck. Ein Schaden, ein bisschen Leben, ist okay. Place the blessing on the, of the giant on the target. Nullify all damage dealt to the caster that's below a certain amount of base on the caster's maximum. Ah, ist okay. Schauen wir mal, ob ich es übersetzt kriege, wenn wir spielen. Schaden, Schaden. Ach ja, pinnt ihn einfach nur fest. Unholy Nova. Ach, wir kämpfen einfach gegen den. Wird schon. Wird schon schief gehen. Gucken wir einfach mal. Giant's Blessing! Meek's Blessing! Open Vein! Uff! Der hat irgendwie nur vier. Der hat irgendwie viel Leben, der Typ hier. Naja, gar kein Damage-Scheißchen, doch. Aber die heilen sich immer wieder. Was? Nee, die kriegen einfach gar kein Damage. Boah, ernsthaft, Alter? Ah, guck mal, hier steht's. Nullify all damage greater than 8% of the caster's maximum life. Das heißt, alles, was mehr als 8% des maximalen Lebens des Gegners hat, wird negiert. Wird auf 0 gesetzt. Das ist ja räudig. Rapid darf wahrscheinlich keinen Damage machen. Oh, doch. Ach, begreifen, ob er den dann der Schaden bekommt. Passt schon. Bekommt der keinen Schaden mehr? Gehen wir mal auf den. Guck mal, diese abwechselnden Kämpfe. Ist ja voll ätzend. Okay, der wird gepinnt. Ja. Was passiert? Keiner da, keiner Damage. Da. Machen wir dem mal ein bisschen Damage. 36 Heiten Sense Effekt. Bulkwork. Ein Bollwerk. Wahrscheinlich kriegt ihr auch nicht Attack Speed, Dodge Chance dazu, wa? Mal Block Chance.
Glückschance. Die heilen sich, das ist voll eklig. Ich habe das Gefühl, dass sie sich heilen. Mach ich dem wieder Damage? Doch nicht. Mach ich, gar keinen Damage, weil ich einfach gar nicht mehr angreife? Rapid Shot! 8% des Maximum Leben ist auch ein bisschen viel, ne? Also, wenn er theoretisch 1 Million Leben hat, müsste ich 80.000 Schaden machen. 80.000? Ich glaube 80.000 Schaden. Und alles darunter negiert er. Hä? Komme ich da nie im Leben hin? Na, ich nicht ganz verständlich anfangen. Ah, mach's nichts. Wir haben ihn innerhalb von 3 Minuten besiegt. Das passt schon. Ich kann ein bisschen hier Rejuvenate machen, um unseren Eisdamage zu erhöhen. Jetzt geht der Typ wieder kein Damage ab. Ah. Negiert allen Schaden. Okay, nicht weniger als 3 Minuten. Den geht jeden Schaden, der weniger als 3% des Gas das Maximum nehmen hat. Wenn er so 2 Millionen hat, muss ich mindestens 150.000 Schaden machen. Ne, 60.000 Schaden, damit er Schaden bekommt. Solange dieser Effekt aktiv ist. Jetzt ist er wieder Mixed Blessing Effekt, das heißt mehr als 8% des Lebens. Alles das wird auf 0 gesetzt. Voll eklig. Aber wir haben besiegt. Thok und Mok haben wir gekillt. Gegen die werde ich nicht normal kämpfen. Ich kenne Bock. Drecksgegner. Aber wir kriegen ein bisschen Erfahrung. Oh, wir kriegen einfach nichts an Erfahrung. 433.000 ist ja nichts. Aber immer ein Item. Und zwar mit Item Level 69. Ui. Okay, das Ding ist nicht schlecht. Der Herzstopper. Tom 500 Party Maximum nehmen. Das finde ich halt ein Stat, das ist einfach unnütz, finde ich. Heal Power dazu. Plus 13,4% Party Nemesis Damage und 10% Party Nemesis Resist. Dafür auch minus 30% Boss-Healing und Regeneration. Das heißt, die heilen sich weniger, die Gegner. Gegen Eisresistenz und Party-Nemesis-Resistenz dazu. Ist ein schönes Item, vor allem auch Level 69. Das ist ein sehr, sehr hohes Level. Aber leider sind die Stats darauf eher weniger geil. Wenn ich mal die Items angucke. Ja. Musste das hier wegmachen. Oder das. Das sind beides... Wobei, das könnte man theoretisch wegmachen. Weil es nicht ganz so stark ist, aber nicht für dieses Item. Gib mal ein Accessoire nach Item-Level sortiert. Sehr gut. Party-Ice-Damage. Ja, das ist einfach nicht geil. Wenn wir 62 Heat-Power verlieren. Was ist halt eigentlich nicht so geil? Also das ist tatsächlich das erste. Ich würde tatsächlich aber gar kein Minus machen. Witzig. Schaffen wir mal. Oh, 50.000, Alter. Heftig. Ja. So ein Item kann man mitnehmen. Warum nicht? Und man muss dann das Maximum erreicht sein. Alter, ist das viel. Keine blauen Steinchen mehr. Augmentations. Nö. 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 Auch ungeil. Die Power ist prozentual ganz geil. Party Ice Damage ist ganz gut. Weil sie sollten vielleicht mal ein bisschen mehr auf was anderes gehen. Damage ist ganz geil. Ranger Critical Strike ist auch ganz gut. Ist okay. Upgrade. Das hat die Heal Power immer. Wir haben 26 davon. Alter. Ja, gut. Alles klar. Dann haben wir noch das hier. Kostet auch mal ein bisschen was. Heal Power, Heal Power. Müsste ich hier den Blossom Effekt drauf machen, wa? Wahrscheinlich. Blossom Healing. Und dann packen wir doch einfach mal drin. Das Item ist doch nicht verkehrt. Ich würde ganz gerne natürlich diesen Slot hier haben wollen. Ja, würde ich sagen, tauschen wir aus. Wir haben jetzt eine Heal Power von 8476. Was? 1000 Heal Power mehr? 800 Heal Power mehr. Ist nicht verkehrt, zumal wir diesen Effekt dann nicht mehr haben. Dass wir wieder Schaden bekommen. Wo ist denn das Item?
Ist da. Halt natürlich ist natürlich ganz gut, aber er würde halt damit 5% des aktuellen Lebens halt verlieren und halt alle Partymitglieder heilen. Ist nicht verkehrt an sich, habe ich halt damals ganz gut gefunden. Ablassung ist ja auch besser, mehr Heal Power haben wir dazu. Warum hier auf einmal keine Heal Power da drauf war, keine Ahnung. Kraft. Mal maximieren. Die Heal Power maximieren. Ja, das ist wichtig, dass wir hier diese ganzen roten Dinger sammeln. Die sind ja alle Schrott, die Dinger da unten. Na gut, viele sind halt wirklich gut schon. aber viele ist halt irgendwie noch nicht wirklich sinnvoll oder gut. Was mit Party Blood Chance, Party Blood Chance, Party Dodge Chance, Party Nemesis Damage. Na, ob das so geil ist. Aber ich wollte es ja machen, alles gut. Alles gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben jetzt also 800 Heal Power mehr. Schnell sogar noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Ja, das brauche ich aktuell nicht. Ich würde sagen, machen wir uns jetzt Poison Lode. Ich habe da immer noch kein Level, das dauert noch Ewigkeiten. Wir können theoretisch hier die Items verkaufen. Quality 5. Wir haben halt schon das hier drauf, ne? Serpent's Claw würde ich noch behalten wollen. Eins davon kommt weg. Das, was die niedrigere Qualität hat. Okay, das hier ist es. Aber es hat schon sowas hier drauf. Ist eigentlich auch völlig egal. Ne, das da. Das wird behalten. Was haben wir dafür? Intervention, Ring, Epic Ring, Dämonic Ring. Plus zwei Rapid Shot Arrows. Okay, machen wir auch mal weg. Brauchen wir aktuell nicht mehr. Rubik's Cube. Ja, okay. Interessantes Item. Ach komm. Egal, was hier sonst noch so ist. Gut, Leute. An der Stelle, danke fürs Zusehen. Wir haben jetzt 49% der Achievements. Haben also schon noch ein paar Gegner mehr besiegt. Grunzer zum Beispiel war. Ne. Hier, Thogmog. Haben wir 0,5% Gold und mehr Erfahrungsgain bekommen. Lom ist wahrscheinlich der nächste Gegner mal. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, Leute. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.